Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Drogerie-Haul für euch und zwar war ich beim DM und habe ein paar Sachen gekauft. Ihr wünscht euch ja immer wieder, dass ich Drogerie-Hauls bzw. DM-Hauls abdrehe und deshalb heute dieses Video. Wir starten auch direkt durch, damit das Video nicht zu lange wird. Ich habe Sachen nachgekauft, die ich liebe und die ich mir immer wieder nachkaufe und deshalb auch meine Meinung dazu abgeben kann und ein paar Sachen für den Haushalt. Das nehme ich auch heute mit rein ins Video. Ich habe wenig dekorative Kosmetik in den letzten Wochen gekauft, weil ihr wisst ja sicher, dass ich bei ein paar Events war und da natürlich auch Sachen testen darf. Deshalb lasse ich in der Drogerie so die Finger davon. Und falls euch da irgendwas interessiert, zum Beispiel vom P2-Event, falls ihr da irgendein Produkt gesehen habt, das ich euch nochmal speziell vorstellen soll, mache ich das sehr gerne. Ich habe mir schon ein paar Produkte auf Seite gelegt, die ich fleißig am Testen bin und da wird es auf jeden Fall auch noch Videos geben. Jetzt zeige ich euch aber erstmal die Sachen, die ich bei DM geshoppt habe und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Wir starten mal durch mit dem Thema Pflege fürs Gesicht und zwar verwende ich da jeden Abend meine Miracle Sleeping Cream von Garnier, das wisst ihr auch. Hier ist das gute Stück, 8,95 € habe ich bezahlt, ich liebe sie einfach. Jeden Abend trage ich mir die aufs Gesicht auf und frühmorgens fühle ich mich einfach total frisch. Sie ist tatsächlich sehr regenerierend, sie duftet unheimlich gut und ich habe sie euch schon so, so oft vorgestellt. Hier ist der Beweis, hier ist meine leere Verpackung und deshalb habe ich sie mir, wie gesagt, nachgekauft. Ist auch schon in meinem Favoritenvideo gewesen und ich werde sie mir definitiv immer wieder nachkaufen. Wir machen mit Garnier weiter und zwar habe ich mir gekauft die Hydra Bomb Tuchmaske. Ich muss dazu sagen, dass mir ein Exemplar vor längerer Zeit zugeschickt wurde und zwar war ich da in Berlin zu einem Termin. Es wurde sehr, sehr spät. Wir haben bis in die Nacht noch gequatscht und frühmorgens war ich dann echt müde. So habe ich auch ausgesehen. Und dann habe ich mir die Tuchmaske drauf gemacht, 15 Minuten. Und ich muss sagen, dass ich danach echt total frisch ausgesehen habe. Sie ist sehr feuchtigkeitsspendend und ich habe mich total wohl gefühlt. Und deshalb habe ich sie mir heute nachgekauft. Ich bin beim DM ein bisschen erschrocken, denn sie kostet, sage und schreibe, 1,95 €, was ich echt eine Stange Geld finde. Ich wollte sie jetzt unbedingt heute wieder mitnehmen, weil ich sie wirklich toll finde, aber der Preis, der ist schon ganz schön hoch. Also ja, ich liebe ja Masken, ich verwende Masken ständig, gerade am Wochenende. Da haben wir ja alle meistens so unseren Beauty-Tag und dafür wird sie dann auf jeden Fall eingesetzt. Ich liebe ja auch meine Aquatuchmaske von Balea, das wisst ihr ja. Und die kostet zum Beispiel nur 95 Cent. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Ich liebe die einfach, verwende die ständig, früh morgens, wenn ich einfach wenig geschlafen habe, damit ich wieder ein bisschen frischer aussehe, tut die mir einfach unheimlich gut. Und ich habe die schon so, so oft in die Kamera gehalten. Ich kann es euch gar nicht oft genug sagen, wie toll ich die finde. Aber wie gesagt, als Alternativprodukt finde ich die hier auch wirklich klasse. Aber naja, der Preis, der schreckt ein bisschen ab. Dann machen wir direkt weiter mit Masken. Und zwar habe ich diese hier zugeschickt bekommen von L'Oreal und zwar diese Detox-Maske Tonerde Absolue. Es gibt drei verschiedene Masken. Ich habe, wie gesagt, diese hier zugeschickt bekommen. Hier ist die Box dazu. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Die kam hier in dieser wunderschönen Box an. Und ich habe sie jetzt schon einige Male verwendet und muss sagen, dass ich wirklich überrascht war. Erstens mal ist der Geruch total der Hammer. Also die riecht so, so gut. Ich habe noch nie eine Tonerde-Maske, ich habe schon viele ausprobiert, die so gut duftet. Also die verwendet man wirklich sehr, sehr gerne. Und man trägt die sich quasi aufs Gesicht auf und lässt die so 10 bis 15 Minuten einwirken. Die wird dann leicht hart, also es ist immer ganz witzig, wenn ich dann irgendwie mit jemandem rede, dann spürt man das total, dass es eben hart geworden ist. Und dann nimmt man sich das Ganze mit warmem Wasser eben ab. Ich fühle mich danach wirklich so, so wohl. Also ich bin schwer begeistert von dieser Maske und kann sie euch empfehlen. Sie ist bald erhältlich und ja, ich finde natürlich auch immer die Verpackung und das Tiegelchen total schön von L'Oreal. Das ist halt immer alles super hochwertig und ja, das spricht mich natürlich auch an. Ich meine, ich bin eine Frau, ne? Wir achten halt auf sowas, aber natürlich ist es umso wichtiger, was darin enthalten ist. So, dann machen wir doch direkt weiter mit Pflege und zwar zeige ich euch auch noch ein Produkt, das ich mir immer wieder nachkaufe und zwar ist es von Alverde, die Fußbutter. Ich liebe, liebe, liebe diese Fußbutter. Und zwar ist es so, dass ich mir die abends auf dem Sofa ganz, ganz dick auf die Füße auftrage und dann Socken anziehe und zwar am besten so ganz dicke.
und das dann über die ganze Nacht einwirken lasse. Das ist quasi eine Maske für die Füße. Ihr wisst, im Sommer sollen wir alle schöne Füße haben und wollen das natürlich auch. Für die meisten ist es so ein bisschen ein komisches Thema, ich weiß. Für mich auch, aber ich mag es eben, wenn die Füße schön gepflegt aussehen und deshalb immer und immer wieder meine Fußbutter von Alverde. Genau, und deswegen habe ich sie mir nachgekauft. Dann machen wir mit etwas ja, ganz unspektakulärem weiter und zwar von Evelyn diese Maxi-Pads in der 50er-Version zum Abschminken bzw. zum Nagellack entfernen. Ich kleines Nagellackmonster, da kommen wir später auch noch dazu. Dann habe ich mir nachgekauft, wie immer von L'Oreal, meinen Hitzeschutz und zwar in der glatten Version mit knapp 5 Euro. Nicht gerade günstig, aber ich liebe es. Es duftet unheimlich gut, die Haare glänzen und meine Haare sind schön geschützt. Ich liebe, liebe, liebe es und deshalb kaufe ich es mir eben, wie gesagt, immer wieder nach. Dann hattet ihr mir etwas empfohlen und zwar hatte ich euch erzählt, dass ich diese Augenbrauenformer total doof finde, ja, das ist das richtige Wort und habe euch nach Alternativen gefragt. Leider ist es so, dass wir keinen Rossmann in der Nähe haben, also ich müsste da über eine halbe Stunde fahren und ihr habt mir so, so tolle Tipps gegeben, die ich mir alle notiert habe in mein Handy und falls ich wieder nach Frankfurt fahre, werde ich mir das auf jeden Fall näher anschauen. Ich musste mir halt immer wieder nachkaufen und ja, danke euch aber recht herzlich für eure tollen Tipps. Ich bin echt so, so dankbar, dass wir uns immer so austauschen, finde ich wirklich total klasse. Dann machen wir weiter mit zwei Produkten, die ich für die Reise brauche. Und zwar, ja, geht es ja für mich bald in den Süden und zwar nach Südfrankreich. Habt ihr vielleicht schon auf Snapchat mitbekommen. Und da habe ich eben etwas Kleines gebraucht, denn fürs Handgepäck darf man ja, ihr wisst, nicht so viel Flüssigkeit mitnehmen. Und deswegen habe ich mir so einen kleinen Deo-Roller gekauft und eine kleine Zahnpasta. Und ja, das kommt dann in mein Reisegepäck rein. Da wollte ich euch auch noch was sagen und zwar als kleinen Tipp. Ich hatte nämlich eigentlich nach so kleinen Döschen gesucht, habe es ja auch gefunden, eben bei diesen Reisegrößenprodukten. Und das Ganze hätte um die 3 Euro gekostet. Und zwar waren das so Flaschen und so kleine Döschen. Und wie gesagt, knapp 3 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, du hast doch daheim so viele Produkte, brauch doch mal ein bisschen was auf und wasch das aus und nehme es dann. Und deshalb habe ich zu Hause mal nachgeschaut, was ich so habe. Habe diese zwei Proben hier entdeckt von L'Occitane, habe sie aufgebraucht, ausgewaschen und da kommt jetzt eben mein Duschgel rein und mein Peeling. Und ja, somit habe ich mir das Geld gespart, brauche diese Döschen nicht und ich bin mir sicher, dass wenn ihr zu Hause mal schaut, auf jeden Fall auch so Produkte habt, vielleicht auch so kleine Tiegelchen von The Body Shop zum Beispiel, die geben ja auch super gerne so Proben raus und da könnt ihr auch Sachen einfach reinfüllen und müsst euch da nicht extra irgendwelche ja, Dosen kaufen, Döschen, Fläschchen und so weiter. Das Geld können wir uns auf jeden Fall sparen. So, dann machen wir doch direkt weiter mit den Sachen für den Haushalt. Es sind Sachen geworden, die ich immer und immer wieder nachkaufe. Total unspektakulär, aber ihr wollt es wie gesagt immer wieder sehen. Und zwar habe ich mir zum einen Backpapier gekauft. Das darf in meinem Haus nie fehlen, in meiner Küche. Ganz klar, was auch nicht fehlen darf, kaufe ich mir immer wieder nach von Sacrotan. Dieses Produkt hier und zwar diesen WC-Reiniger, der ist nicht gerade günstig. Aber ich habe schon viele ausprobiert, gerade vom Lidl oder vom Aldi zum Beispiel. Die kannst du alle in die Tonne hauen, die sind einfach nichts. Meiner Meinung nach und deshalb kaufe ich mir lieber dieses Produkt. Es ist zwar, wie gesagt, ein bisschen teurer, aber ich bin einfach total damit zufrieden. Ihr fragt mich auch immer wieder, ob ich euch zu, jetzt klingelt es gerade, zu unserem Haus, wie ich es putze und so weiter, welche Produkte ich verwende, mal ein Video machen könnte. Ich hatte euch schon mal ein Video dazu gemacht. Ich mache es euch auch weiterhin sehr, sehr gerne. Ich habe da einfach meine Routine. Also sagt da auf jeden Fall nochmal Bescheid, falls ich euch da nochmal was abdrehen soll. Genau. Dann machen wir auch direkt weiter. Ihr wisst, ich bügel total gerne. Das ist für mich die absolute Entspannung. Ja, ich liebe es, wenn die Wäsche einfach ordentlich im Schrank ist. Gerade bei 4 Kindern, da muss einfach Ordnung sein. Ich hasse es. Also das wäre für mich die Höchststrafe, wenn ich irgendwie einen Termin hätte und dann irgendwie vorher noch ganz schnell was bügeln müsste. Geht gar nicht. Ja, deshalb bin ich da sehr, sehr ordentlich. Und wenn ich Hemden zu bügeln habe, jetzt gerade von den Kindern, die haben ja auch so kleine Hemden, dann verwende ich immer meine Sprühstärke. Dann nehme ich eben diese hier mit von DM. Die reicht auch. Es gibt natürlich auch Markenprodukte, die etwas teurer sind, aber das tut's auch.
Und dann habe ich noch eben von der DM Eigenmarke dieses Produkt hier. Das ist mein heiliger Gral für die Küche. Ihr könnt es nicht glauben, ich habe es euch auch schon mal vorgestellt. Und viele von euch haben gesagt, boah, das stinkt ja total. Ja, das stimmt. Also der Geruch ist echt abnormal. Aber es hilft. Also ich verwende das für meinen Backofen. Und Achtung, aber ohne Gewehr, das mache nur ich und das möchte ich jetzt auch nicht als Tipp weitergeben, ich möchte es euch nur erzählen, wie ich es mache. Und zwar sprühe ich damit mein Cerankopffeld ein. Genau, lasst es einwirken, halte dann aber erstmal die Luft an, während ich das so einsprühe, weil das echt abnormal ist. Ich gehe dann am besten ein Stück zurück, lasse es einwirken und dann wische ich so richtig schön mein Cerankopffeld und es sieht immer aus wie neu. Ja, das steht jetzt hier nicht drinnen, denn das ist eigentlich wirklich nur für den Backofen geeignet, deswegen ohne Gewehr, also nicht, dass da irgendwas kaputt geht bei euch zu Hause und ihr sagt, oh, die Heidi hat aber gesagt, nee, also das mache ich und wenn ihr es machen wollt und testen wollt, gerne, aber ohne Gewehr. Genau, so, das waren die Produkte soweit für unseren Haushalt und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für euch und zwar total spontan. Ihr wisst, ich bin eine absolute Nagellack-Süchtige, ich liebe es. Bei mir darf das nicht lange dauern, ich mache da immer nur zack, 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 2 Minuten und dann sind die Nägel fertig. Ich mache da kein großes Tamtam draus und ich habe wirklich viel Nagellack. Ich war ja beim Coty Color Day und da durfte ich mir auch ein paar Nagellacke mitnehmen und testen, was ich natürlich auch fleißig für euch mache. Und ich habe aber so viele und deshalb habe ich mir gedacht, schenke ich euch auch sehr, sehr gerne was. Und zwar würde ich sagen, habe ich diese 4 Nagellacke hier für euch. Da können 2 von euch 2 Stück gewinnen. Sagt mir das einfach, wenn ihr mitmachen wollt. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich werde es auch nicht in die Überschrift schreiben. Mal gucken, wer bis zum Ende des Videos jetzt geschaut hat. Also macht sehr, sehr gerne mit, wenn ihr die gewinnen wollt. Wie gesagt, 2 von euch können das gewinnen. Ich schreibe alle Teilnahmebedingungen nochmal am besten unten in die Infobox. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und ansonsten war es das jetzt von meinem kleinen DM-Haul. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video mal vorbeischaut. Und ansonsten könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch alles, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!